Ach, wisst ihr was? This is Dark Souls! Nein, mach mal lieber nicht, Alter. Und wieder einmal willkommen zurück bei Dark Souls 3. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, ob ich erst hier runtergehen sollte. Zu dem netten kleinen Viech da unten. Ich weiß nicht, hier war auch gerade noch irgendein schwarzer Rauch. Der ist aber zum Glück wieder verzogen. Da unten ist noch irgendein Gegenstand mit ganz viel Schleim drumherum. Und mit dem Schlammviechern. Oder ob ich doch zuerst, ne. Ich sag mal so, ich würde halt, was ist das? Ist doch nicht, das ist so eine riesige, verdammte Krabbe. Ach ne, Leute. Ehrlich nicht. Nicht auch noch diese Krabbenviecher. Da ist also ganz viel irgendein komischer Schleim drin, okay. Diese komischen Schneckenviecher. Ich weiß nicht genau, was das sein soll, ne? Ich nenne sie irgendwie Schnecken... Schleimviecher, keine Ahnung. Der Leben. Ja. Super. Ja, natürlich. Immer noch einer am Leben. Wie viel sind denn das hier? Und toten Knochensplitter. Ja, auch nett. So. Den Geräuschen zu urteilen, lebt ja immer noch irgendwo was. Naja, gut, auf die Geräusche kann man sich, glaube ich, eh nicht so verlassen. Ich weiß nicht, da ist auch noch irgendeine riesige Tür. Aha. Lässt sich natürlich nicht öffnen. Klar, wenn man so einen riesen Steintor öffnen könnte, hier einfach so. Ach, da ist noch ein Gegenstand. Okay. So, da ist jetzt noch so eine Scheißbestie. Ich nenne sie einfach erstmal Scheißbestien. Komm her. Komm her. Geile Agro-Range. Oh mein, die Vergiftung. Scheiße. Nein. Das wollte ich doch eigentlich verhindern. Na egal, ich glaube, ich kann ja eh nicht noch weiter fortschreiten, ne? Ja, genau. Das hatte ich doch gehofft, dass er genau in deinen Schlag reinrennt. Sehr schön. Na gut, die beiden waren jetzt eigentlich ziemlich einfach. Langweilig. Hier gab's nur... Ach, da ist der! Ich hab ihn doch die ganze Zeit eben gehört. Sitzen da noch mehr außenrum dran? Die sind ja richtig fies, ne? Und dann fallen die immer von oben runter oder so. Das sind ja fiese Typen hier. Oh! Leiter! Aha! Oh, komisches... laufendes Viech. Alter, wo bin ich hier? Wo bin ich? Ja, deshalb... gehen wir die doch erstmal hoch. Jetzt natürlich vorstellen, da oben Schätze, Gold. Wahrscheinlich jetzt gleich so ein Riesenviech, was einmal schlägt, wir fallen hier runter und sind tot. Natürlich, ich habe extra vorher abgestoppt. Ne? Er läuft den Rest einfach von alleine weiter. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier bin. Können wir mal umgucken hier? Okay, man sieht von hier oben leider nur die Bäume. Ist ein ganz schön großes Gebiet, ne? Außer, dass er in diese komische Mauer ist.
Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Meine Mauer zu bauen, was hat er damals noch gesagt? Yay! Komm her, kleiner Freund. Ja, super! Vollpfosten! Jawoll! Dann ist gleich mal die Vergiftung vorbei, dann würde ich nämlich ganz... Aha. Okay. Haha, Feuer. Aber ich wette, dass der Wolf da hinten noch lebt. Ich wette, dass das irgendein lebender Gegner ist. Oder? Ich meine, es ist Dark Souls, ne? Das, Echt nicht? Oh, wie geil. Du bist echt tot? Zu altem Wolf von Pharaon beten. Etikette der Legion. Ja, warum nicht? Keine Ahnung. Pharaons Wachhunde. Aha. Nein, stopp da. Nein, da war noch was. Wolfsblut Grasklinge da. Aha, ist nicht vorhanden. Okay, die vielleicht brauchen wir die noch, dann kriegen wir vielleicht noch irgendwas Nettes von dem. Aha. Fahrstuhl hier. Die Eide, die sind doch hier auch irgendwo drin, oder? Nicht. Ah nein, Quatsch, das ist ja hier. Ich bin manchmal so. Ne? Dass der Schlaf der Krieger ungestört bleibt, indem sie die Gestalt treuer Geister annehmen und alle angreifen, die in Pharaons Wälder eindringen. Naja, machen. Wir behalten erstmal den, den wir haben. Ich weiß echt nicht, ob ich jetzt einfach weitergehen soll. Okay. Hallo. Ah, das weite, weite Meer. So, so, auch voll schön hinten. Das sieht richtig schön aus. Es gab ja auch irgendwo, stand doch was am Anfang von den drei Altaren mit dem Feuer, ne? Oder der Altar mit den drei Feuern, oder wie war das? Ach, nee. Hier sind wir. Auf der anderen Seite da hinten müsste dieses untote Ding da sein, das untote Dorf. Oder untote Stadt. Dorf der Untoten. Egal, aber so ähnlich. Da waren die dann, da war dieser Betende oben auf der Brücke. Aha. Interessant. What the fuck? Was zur Hölle ist das denn? Ah ja. Du hast mich noch nicht gesehen, ne? Sehr schön. Aha, hier komme ich also auch nicht durch. Okay. Ich weiß nicht, ob ich das Viech hier in den Platt kriege, ne? Ach, wisst ihr was? This is Dark Souls! Nein, mach mal lieber nicht, Alter. Ach du Scheiße, Alter. Schön, Junge. Ach du Scheiße, hält der was aus? Nein, der springt hoch! Na! Fuck, genau während... Yo! Natürlich! Okay. Okay. Alles klar. Finde ich gut.
Gut, dass wir das mal besprochen haben. Jetzt liegen allerdings da oben irgendwo noch meine Seelen rum. Die würde ich ganz gerne wieder haben. Ja, ich laufe jetzt nochmal hoch, gucke, ob ich die Seelen wieder kriege. Ich weiß nicht, ob ich mich ansonsten um das Viech lieber später kümmern sollte und erstmal hier unten weiter gucke. Ist bestimmt wieder irgendwie so ein Beschützer für das nächste Gebiet oder so. Ja, wo ich dann wieder dran verzweifle die ganze Zeit. Weil der kann einiges. Der kann einiges. Ganz stylisch, so geht man heutzutage aus Fahrstühlen raus. Mache ich übrigens auch jeden Tag so. Jetzt liegen echt meine Seelen da ganz hinten rum, ne? Ich sehe sie nicht, aber hier sind sie nicht. Naja, ich komme später vorbei. Erinnert mich da bloß dran. Erinnert mich da bloß dran, dass ich da später nochmal hin wollte. Wobei das Viech bleibt ja. Also von daher, irgendwann sind nur keine Seelen mehr. Das ist jetzt das einzig Doofe. Meine gut 9000 Seelen ist jetzt eh nicht die große Menge. Aber immerhin ist ein bisschen was. Jetzt leben die da unten auch alle wieder, ne? Das ist jetzt besonders lustig. Ja. Ja, super. Hallo? Ja, egal. Ich hänge hier irgendwo in den Gegnern fest. Schön, schön. Okay, boah, denn dieses Viech, das sieht auch richtig fies aus, ne? Das sieht auch richtig so nach so einem Teil aus, dem ich nicht begegnen möchte, einfach. Ich weiß nicht, ganz am Anfang, ne? Manchmal stehen wir euch gewann. Ganz am Anfang war doch diese Treppe. Und gesagt hat, die gehe ich später hoch. Ich glaube, wenn ich jetzt hier absolut nicht weiterkomme, ja natürlich. Wenn ich jetzt hier absolut nicht weiterkommen sollte, gehe ich hier glaube ich erstmal hoch. Ehrlich gesagt, das erinnert mich irgendwie an das Teil aus Bloodborne. An den vierten oder fünften Boss. Für den ich will nicht übertreiben. 30, 40, 50 Versuche gebraucht habe. Ey! Komm mal her! Was ist das denn? Nein, er macht das ja mehrmals. Aber ansonsten. Easy going! Weißt du, vor dem Teil, ne, sah irgendwie total fies aus. Hat richtig Panik davor. Was ist denn da oben im Kessel? Dann hat richtig Panik vor diesem Teil. Im Endeffekt kann das gar nichts. Das ist ja super. Das ist jetzt der Schlamm, wo man nicht rennen kann. Ich persönlich hasse es, wenn ich hier nicht rennen kann. Okay. Okay, guten Tag. Gibt es irgendwas Besonderes? Was? Ich habe jetzt gerade irgendwas hier genommen, ne? Aber kein Gegenstand oder so, sondern als hätte der einen Flakon genommen oder so, kann das sein? Ich habe leider nicht gelesen, was da stand. Für mich war klar, dass er einfach steht neben. Ah! Aha! Die Klinge! Mein lieber Freund. Ich bringe dir, was du suchst. Das war doch die, ne? Nebenbei habe ich eine schöne Anzahl an Seelen gerade. Das passt gerade ganz gut. Gebe ich jetzt das noch ab und oben am Leuchtfeuer dann raste ich. Und zwar nicht aus. Was ich in dieser Folge ja eigentlich gar nicht gemacht habe, ne? Oh Gott, dann war es auch keine Dark Souls 3 Folge.
dann warst du absolut keine. Angebotsmenge wählen. LB minus 10, RB plus 10. Der Alt, dem Alt jetzt noch tiefer ergeben. Okay, können wir mehrere von da bieten. Okay, das ist jetzt sehr schön. Weiß jemand, warum ich jetzt gerade in das Menü hier reingegangen bin? Nee, ne? Ich nämlich nicht. Kein Plan. Ja, es ist gerade ganz gut. Dann kann ich hier nochmal eben rasten. Und verabschiede mich. Bedanke mich natürlich wie immer fürs Zusehen. Und in der nächsten Folge dann, glaube ich, reise ich mal zurück zu dem anderen Leuchtfeuer. Respektive, das mache ich jetzt schon mal, während ich mich verabschiede. Und dann zu den vorletzten, ne? Und gehe dann da beim nächsten Mal diese Treppe da hoch. Schauen wir mal, was man da sich da oben so befindet. Also Leute, macht's gut. Bis dann, euer Nordoron.